Der Samstag lockte bei traumhaft schönem Sylter Sonnenschein die Besucher des GP Joule Windsurf World Cups auf die Westerländer Promenade. Auf dem Eventgelände wurden viele Mitmachaktionen geboten, Promotionstände, Klamottenläden. Leckeres Essen und Trinken waren der ideale Mix, um einen entspannten Tag zu verbringen. Denn die Rennen im Slalom konnten aufgrund des schwachen Windes nicht durchgeführt werden. Auch die Surfer hatten in sportlicher Hinsicht wenig zu tun und auch sie genossen die tolle Atmosphäre auf der Promenade. Björn Dunkerbeck hatte bei einer Autogrammstunde jede Menge zu tun. Seine Unterschrift war heiß begehrt. Die Windvorhersagen für die kommenden Tage sind optimistischer. Dann können die Surfer endlich aufs Wasser.